lang unsere Reise noch geht, wohin sie uns führt, wenn der Wind sich dreht. Hallöchen, meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Heute starte ich ein neues Projekt. Leider heute alleine, Andres hat kein Internet. Ich hoffe, dass er in der zweiten bis dritten Folge dazu stößt. Mal schauen, Freunde. Wir spielen One Piece Pirates Warrior 4. So, ich dachte zum ersten Mal zusammen mit euch. Ich bin mal gespannt, was uns alles erwartet. Auf geht's, unsere Reise beginnt. So, ich guck mal, ob die Kamera da passt. Ich will jetzt das gleich sehen, ob da was eingeblendet wird, Freunde. Vielleicht muss ich auch umschwenken, aber das werden wir dann sehen. Ah, erstmal die Sprache wählen. Gut, wir spielen auf Deutsch, würde ich mal sagen. Ja, auf Deutsch. Sind Deutsche. Automatisch speichern. Ja, bitte erstellen. Schöne Fehler. Auf 1. Speichern abgeschlossen. Schwierigkeitsgrad. Da ich die vorigen kenne, würde ich sagen... mal. So, erstmal, Freunde. So, endlich geht die auf die Erzählprüfung. Eieiei, immer diese. Ja, Freunde, erstmal die ganzen Add-ons, die wir dazu bekommen. La 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 la. Gab nämlich 4 kostenlose Outfits schon, die man runterladen konnte. Eins für Raffi, eins für Zoro, eins für Nami und eins für Sanji. Für die 3 ersten. Das von Wano Kuni Arc und für Sanji den Waitsuit von den Germa 66. So, okay, da oben rechts ist nichts. Gut, da kann ich nur die Kamera lassen. Die 1000 Sunny, sie segelt los. Mal schauen. Aber die 1000 Sunny müssen eigentlich... Aber einfach nur das Intro, okay. Wir wollen starten. Die größte Lüge im Internet, ich habe die... Lizenzvereinbarung gelesen. Ja, ich stimme zu. Ah. Verbinden. Das heißt, wir starten jetzt die Geschichte und wir werden Piratenkönig. Drücke Quadrat, um richtig am normalen Angriff aufzunehmen. Ja, ja. Um einen starken Sturmangriff anzuführen. Zweiten Kombination, ja, ja. Das ist alles wie beim alten Mal, das ist der Vorteil. Ich habe schon 1, 2, 3 gespielt, Freunde, deswegen weiß ich ungefähr, wie alles funktioniert. Ich bin gespannt. Hoffentlich kommen wir bis zur Wano Kuni Arc. Ich bin mal gespannt, wie weit es wirklich geht. Strohhut. Oh. Okay, das sind erstmal die ganzen Bilder, die ganze Geschichte. Leer. Okay. Okay. Wo soll das jetzt sein? Oh, das ist immer nur cool. Oh. Ich werde Kaido besiegen. Ja, ist klar, Kid. Wow, die Insel sieht ja so was von geil aus. So weit sind wir also schon. Oh, meine Herren. Ja, wir starten. Aber wahrscheinlich ist das Intro, Freunde. Yo, King Kong Gun. Uhu, Prügeleien! Verlasse. Ja, verpasse. Okay, wir müssen einfach nur vor Prügeln, Freunde. Vor Prügeln finde ich immer geil. Ich bin daher gespannt, wenn wir die, vor allem die richtigen Spezialattacken bekommen. Dann geht's richtig ab. Rettung! Erfolg! Wusch. Junge, wie viel kommen denn noch von den Mistviechern? Rücke in das Zielgebiet vor. Gut, wir müssen weit vorrücken, Freunde. Ah, erstmal habe ich die alle kaputt hier. Wow, Elefantogon! Ey, Kid läuft einfach vor. Pfui, Leibel. Kid, wachst du wohl? Drücke X für einen Sprung. Ja, wunderbar. Ja, ich bin gespannt, wenn ich die Gears einsetzen kann. Elefantogon!
Boah, 500 K.O.s. Zerstörung, kräftige Angriffe. Einige Gebäude und dann... Oh, mittlerweile kann man sowas zerstören. Wunderbar. Gefangenen, okay. Einige deine Angriffe steuern niedergeschlagen und bekommen hier. Zerstöre die Barriere und mache den Weg frei. Wunderbar. Also müssen wir das Tor zerstören. Das kriegen wir hin, Freunde. Ja, ich wollte mal sagen, das Tor ist kaputt gegangen. Starker Sprint. Drücke Kreis und einen starken Sprint ausführen. Ah, okay. Ja, moin. Man nimmt die Bildung schon mit, wunderbar. Und gehen wir weiter. Verpasse hinter Moralen für am Führer eine Abreibung. Wunderbar. Das ist einfach. Starke Gegner haben Schildanzeige. Diese Schild. Ja, ja. Okay, wunderbar. Du kannst anvisieren mit R3. Wunderbar. Ist alles geblieben. Ah, erstmal die ganzen kleinen Mistviecher. So. Elefantogan! So, voll verprügelt. Oh, da kommt noch ein. Was wollt ihr denn von mir? Yo! Natürlich ist das jetzt der Vorteil, jetzt sind wir auf höchstem Niveau momentan. Wenn wir nachher die Geschichte starten, Freunde, haben wir noch nicht alle Attacken. Müssen wir alles daran lernen. Ah, gehen wir mal die Kette helfen. Kiste, News Kit. Oh, Magnetkraft. So, gehen wir weiter, Freunde. Scheiß auf Kit. Oh, Big Mom! Ich habe Angst. Egal! Eins, zwei, drei, vier. Fusion, Elefant und Gun! Einer von da, oh, direkt die erste Trophäe erhalten, Freunde, gefällt mir. Oh, jetzt muss ich zu schnell. Halte R1 gedrückt, um entweder. Okay. Dann wollen wir gleich mal testen, Freunde. Wo sind die Gegner? Ich muss erstmal testen. Da sind Gegner. Woo! Nummer 1. Nummer 2. Oh yeah! Ja! Volle Energie! Woo! Juhu! UFO! Ja! Und jetzt gucken wir uns jetzt an, Freunde, was die kann. Aber erstmal mal die hier weg. Das ist echt geil, dass du hier so viel kaputt machen kannst. Okay, das ist die schwächste Attacke von allen. Juhu, UFO! Ah, Ausdauer erhöht für... Ah, da. Ah, wir steigen ja auch. Die sind erstmal Level 1. Habt ihr das gesehen? Erfolg! Ah, die Kleinen hier, die Kleinen sind einfach nur Prügelfutter. Auf geht's! Geht halt 500 besiegt, ich bin schon mal 1500. Zerstöre die Barriere. Okay, die Barriere. Und da... Ja, Big Mom! Ja, ist richtig! Verpasst Big Mom eine Abreibung, wunderbar. Die Schitten sind riesig, wenn die Gegner können nur relativ hin, gerade zum Angriff aus. Okay. Das ist jetzt. Oh, das ist ein bisschen komplizierter geworden. Erstmal das ganze kleine Vieh weg hier, Freunde.
Komm her, Beckmann. Kriegst du einen direkt auf die Fresse. Voller Kraftboost. Eigentlich später versetzt dein Charakter in einen stärkeren Zustand. Den voller Kraftboost leert sich so lange die. Oh, wir sind stärker. Woo! Big Mom. Oh, Big Mom ist halt so ein Gegner, den möchte man eigentlich nicht bekämpfen normalerweise. Machen wir erstmal ganz klein weg, sagen wir Energie wieder um. Ja, seht ihr, wunderbar. Okay, Big Mom hat wieder den Schild. Ich sehe nichts! Wo bin ich? Gerade mal kommen. Okay, Big Mom haben wir schon ein Schild abgemacht und dann hat noch ein Drittel IAG. Voll, das kriegen wir hin. Das war böse. Jetzt habe ich auch. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Big Mom dreht am Rad. Oh. Kaido haut Big Mom weg. Ja, moin. Das ist aber nicht besser geworden, muss ich ehrlich zugeben. Okay, er hat sein Schild. Nicht mehr. Ja, voll auf die Fresse, Kaido. Junge, ich bin so klein, das. Gear 4, yo, ihr Snake Man, wuhu! Oh, er ist wieder im Schildmodus, jetzt! Junge, bist du übersichtlich? Aber Kai, du kriegst auf die. Oh, jetzt hat er wieder ein Schild. Weg hier, Freunde. Jetzt hat er kein Schild mehr. Oh, die Attacke war wertvoll. Jetzt hat er wieder ein Schild. Ja, man muss immer höllisch auf das Schildding aufpassen. Jetzt. Und ab geht's! Oh, Kaido, 25% runter, ja! Oh, jetzt haut der wieder zu. Jetzt hauen wir lieber ab. Junge, diese Kampffläche von Raffi so schnell. Ab geht's! Kaido, auf die Fresse! Ja, weißt du, ich führe und aber krieg ich auf die Fresse. Liegt an dem da. Captain Kid bringt Pech, Freunde. Captain Kid bringt richtig Pech. Ihr entkommt mir nicht. Die schlimmste Generation, das war bitte. Ich spiele doch nur. Ja, ist richtig. Der nimmt mich nicht ernst. Warum nimmt der mich nicht ernst? Kaido, du. Ah, wie immer. Raffi rastet am Rad, wenn man ihn will. Ich helfe jetzt von. Du na, dachtest du, du könntest mich aufnehmen? Wenn du es. Ja. Ja, dachte ich. Ah, das wollen wir sehen. Ich werde Piratenkönig, Junge. Ja, nicht benehmen. Einfach sterben? Okay. Und jetzt geht's zum Anfang, Freunde. Jetzt beginnt die Geschichte. 3000 Männer und Frauen aufs Meer. Ja. Piraten auf der ganzen Welt stachen, die sie um Gold die Rajas Schatz verloren zu finden. Der am Ende der Grenzländer liegen soll. Das ist halt so nicht mehr ganz korrekt, wie wir heute wissen. Es war der Beginn der großen Piraten-Ära. Ja. Und wir sind ein Teil davon, Freunde. Oh, Schenkschiff. Okay, jetzt sind wir wirklich in Raffis Kindheit. Einer der vier Kaiser der Meere.
Ich habe mich entschieden, selbst ein Pirat zu werden. Wow, da fühlt man sich auch direkt gemocht, Freunde. Mit diesem Schiff aufnehmen und die Größe... Ja! So schön, als Kind schon so große Träume haben. In dem Fall. Oh, davon habe ich auch die Figur übrigens zu Hause hinten im Schrank. Von der Szene. Ach, so eine rührende Szene. Aber jetzt. Ich bin gespannt, welche Figuren wir alle spielen und treffen können. Das ist ja jetzt eine interessantere Frage noch. Lichtet den Anker. Hoch mit den Segeln. Wir segeln los. Hier begann das Abenteuer des Jungen vor 10 Jahren. 10 Jahre Geschichte vor uns, Freunde. Hoffentlich müssen wir nicht 10 Jahre spielen. 10 Jahre später. Und wir segeln. Das Problem wird jetzt, mir fehlen die ganzen guten Kampfattacken. Die werde ich erst im Laufe der Geschichte erlernen. Aber kriegen wir hin. Das sind gute Ambitionen. Schatz auf dem Kreuz spielen. 2 der 4 Kaiser stehen. Okay. Unbedachter Spur. Junge, wie viele Trophäen kriegt man hier zugeschmissen? Da fallen ja nur Trophäen rein. Ah, guck mal, die Flying Damp. Oh. Ach, das ist doch Geschichte, Freunde. Wenn du online oben links angezeigt. Wie gesagt, das wird damit Endless Six mal gemacht werden, Freunde. Weder weiterhin, ne, ich muss hier dann eh wieder aufmachen. Deswegen. So, Freunde, mit dem kleinen Intro sind wir in die Geschichte reingekommen. Ich probiere 3 Folgen die Woche zu laden. Donnerstags, samstags und dienstags, wenn es geht. Damit wir auch ja schön schnell vorankommen. Ich kann nur sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freut es mich. Ansonsten. Bleibt mir nichts zu sagen, als ich wünsche euch allen einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal, euer Anime-Fan. Ciao, ciao.